Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch eine kleine Tour durch den Apple Store 2.0. Warum Apple Store 2.0? Weil anstatt Papierinfo überall iPads stehen. Bei jedem Produkt, wo ihr iPods vergleichen könnt, Garantiebestimmungen und Infos lesen könnt. Und als wichtigstes neues Feature, ihr könnt einen Mitarbeiter zu euch rufen, falls ihr Fragen habt. Diese iPads stehen jetzt bei jedem Produkt, was im Apple Store verkauft wird. Und es gibt nicht mehr diese Papierzettel in diesen Glasblöcken, sondern da stehen jetzt überall iPads, die in die Glasblöcke eingelassen sind. Hier iPod Classic, iPod Nano, dieselben Features, überall. iPod Shuffle auch. Und bei Mac Mini dasselbe. Und da zeigen sie euch nochmal einen Vergleich, warum ihr zum Mac wechseln sollt. Und natürlich könnt ihr wieder einen Mitarbeiter rufen. Bei Mac Pro ist dasselbe. Und beim Apple TV auch. Auf der ersten Seite seht ihr immer die Hauptinfos. Und als kleiner Hinweis, der Home-Button funktioniert nicht. Also ihr kommt nicht auf den Home-Bildschirm des Gerätes. Wir können ja mal weiterschauen zu den iMacs. Hier seht ihr auch wieder iMac 27 Zoll. Hauptinfos am Anfang. Ihr könnt die Modelle vergleichen, die verschiedenen Preise anschauen. Und einen Mitarbeiter rufen. Das Witzigste im Apple Store: Wenn ihr ein iPad kaufen wollt, könnt ihr euch auf eurem iPad die ganzen Infos zu dem iPad anschauen. Modelle vergleichen, Anbieter, die Verträge fürs iPad haben und die ganze Modellansicht. Und wie ihr seht, der ganze Tisch ist voller iPads, wo die Hauptfeatures drauf sind. Und wie erwähnt, der Home-Button funktioniert nicht. Kommen wir zum iPhone. Da ist dasselbe. Hier ist das iPhone. Hauptfeatures am Hauptbildschirm. Vergleich zwischen iPhone 3GS und iPhone 4. Die Tarife und Anbieter. Support-Infos. Und ihr könnt wieder mal einen Mitarbeiter rufen. Und wie erwähnt, Home-Button funktioniert auch hier nicht. Überall iPads. Überall Glasblöcke in der Mitte, wo früher die Infos drin waren. Und jetzt gehen wir mal zu den MacBooks. Hier haben wir das 13 Zoll MacBook Pro mit den Hauptinfos, den Vergleich zwischen den anderen MacBooks, warum ihr zur Mac wechseln sollt, Support-Infos. Und da seht ihr wieder den Glasblock. Und hier seht ihr mal, wie das iPad in den Glasblock eingelassen ist. Ihr könnt es also nicht rausnehmen. Und das war jetzt so eine kleine Tour durch den Apple Store 2.0. Ciao Leute!